So einfach kommen wir aus diesem Zug raus. Sehr schön. Okay, wo sind wir denn hier? Pharmazeutisches. Da ist ein Haus. Wir können in die Apotheke. Wir müssen bestimmt in die Apotheke. Wir haben uns verletzt. Wir müssen in die Apotheke. Oh. Er sieht auch aus wie André. Wir schauen uns erstmal unauffällig um. Wir sind bestimmt überhaupt nicht dreckig geworden. Bitte? Nein, ich will wirklich keine. In dem Ständer stecken irgendwelche Gesundheitsmagazine. Nicht wirklich interessant. Oh, aber vielleicht haben Kahn oder Nicole sich verletzt und mussten auch in die Apotheke. Handlungsloch. Guten Tag. Guten Tag, Sir. Was kann ich für Sie tun? Sind Sie mit einem André Lobineau verwandt? Wie lange arbeiten Sie schon hier? Ich bitte Sie, wenn ich Ihnen helfen kann, dann sagen Sie es mir doch. Andernfalls lassen Sie mich bitte meinen Job machen. Ich habe keine Lust auf eine mehr oder weniger illustre Unterhaltung. Ich dachte nur, dass Sie... Von dem? Ich habe doch gesagt, dass Sie mich nicht stören sollen, sofern Sie keine medizinische Hilfe brauchen. Verstanden. Die Augenbrauen sind ja toll. Okay, Flaschen und so weiter. Hier ein Seil. Achso, ich will sie mir erst nur angucken. Da stehen lauter kleine Fläschchen auf der Theke. Abführmittel ist auf dem Etikett zu lesen. Oh, was hatten die Kinder noch? Verstopfung, ne? Ich suche diese alte Zeitung oder nach Durchfall. Etwas Brauchbarem ab. Doch bis auf einen Bericht über einen Krankheitsort... Okay, Loch an Loch und die Handlung hält doch. Ich kann nicht einfach so in eine Apotheke reinspazieren und Utensilien von der Theke nehmen. Nicht? Ach so, wir können aber die Zeitung mal zeigen. Ich brauche dringend Abführmittel. Das wird nicht funktionieren. Ich verkrümel mich dann auch mal in meinen Hort. Dankeschön, Draganto. Schön, dass du da warst. Hab auch eine gute Nacht, ja? Und schlaf schön. Was sagte er? Nicht? Verdammt. Dann nicht. Gehen wir erstmal raus. Wir haben ja noch eine andere Hütte, in die wir reingehen können. Vielleicht. Ich mache aber auch bald Schluss. Ich sag mal, um eins mache ich auch Schluss. Ich habe nämlich morgen noch was vor. Da sollte ich nicht ganz so spät heute ins Bett gehen. Oh, okay. Was haben die für Bärte? Diese Drei-Tage-Bärte hier von dem Barkeeper und dem, die sehen ja witzig aus. An der Pinnwand hängen verschiedene Zettel. Auf einem steht irgendetwas über die gute Hygiene in britischen Pubs. Hier waren sie wohl noch nicht. Natürlich, das hätte was, mit der Pinnwand unter dem Arm aus dem Pub zu spazieren. Aber dieser George, du brauchst das jetzt, Impuls, regt sich in diesem Augenblick nicht. Oh, hier brauche ich bestimmt mein Trikot. Da hängt ein Fußballposter. Ich mag diesen Sport nicht. Nico findet ihn aber toll, wegen der Männer. Ach so? Ich hatte schon vieles in meinen Taschen, aber ein Poster muss wirklich nicht sein. Ich finde die Knicke an den Knien ja so die toll. Die beiden Männer dort drüben machen nicht gerade den Eindruck, als wenn sie höchst amüsiert wären. Gute Nacht, Breik. Dankeschön, dass du da warst. Dann hab auch du eine gute Nacht und süße Träume. Guten Tag, die Herren. Tag auch. Mein Name ist George Stobbart. Ich bin gerade auf der Durchreise. Ich heiße Mike und das da ist Steven. Okay. Hey Mike, hi Steven. Irgendwas ist komisch mit dem Arm. Okay. So, Barkeeper. Kann man auch nach oben? Ja. Der Wirt an der Theke putzt ununterbrochen an einem Glas. Auch dir, Senor Sempre. Gute Nacht. Schlaf schön, träum was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Sie sind hier der Wirt? Nein, der heilige St. Peter. Immer mit der Ruhe, ich habe nur gefragt. Genau. Und ich nur geantwortet. Okay, also Sie sind der Wirt. Wundern Sie sich nicht, warum hier nicht so viel los ist? Gegenüber hat ein neuer Pub seine Pforten geöffnet. Bobby Country, wie edel. Seitdem läuft das Geschäft nicht mehr so besonders.
Bis auf Mike und Steven dort drüben verirren sich nicht mehr viele hierher. Die beiden gehören schon fast zum Inventar. Das weiß ich nicht, Lasso. Doch, Richard Bay Gaming ist noch da. Und was machen Sie dann den ganzen Tag? Nicht viel. Ich putze Gläser, lese Zeitungen und was sonst noch anfällt. Manchmal habe ich richtig Glück und die Spülmaschine gibt ihren Geist auf. Die kann ich dann reparieren. Was lesen Sie denn für Zeitungen? Das ist mir egal. Hauptsache irgendwas. Ich würde mir sogar die Zeitung von vor 5 Jahren anschauen. Mhm. Haben Sie eine dunkelhaarige Frau mit einem südländisch aussehenden Mann gesehen? Ist das Ihre Frau? Nein, noch nicht. Das ist meine Freundin. Sie sind also ein Paar? Ja, kann man so sagen. Warum läuft sie dann ohne Sie mit einem Südländer durch die Gegend? Das ist eine lange Geschichte. Hören Sie, ich möchte Ihnen nicht meine Lebensgeschichte erzählen. Deshalb, haben Sie sie gesehen oder nicht? Nein. Mir ist nicht entgangen, dass Sie ein großer Fußballfan sind. Ja, tatsächlich. Mein Lieblingsclub ist wie bei vielen hier in York, York United. Vor allem Charlie Chickelson. Mein Sohn wünscht sich schon lange ein Trikot von ihm. Vielleicht hat Ihr Sohn ja eines Tages Glück. Ja, so richtig viel Glück. Wissen Sie was über die Templer? Oh ja, sehr viel, Sir. Dadurch, dass ich sehr viel lese und mich auf Seminaren weiterbilde, erfahre und lerne ich sehr viel. Und die Templer haben es mir angetan. Mein zweites Hobby sozusagen. Oh. Ja, meines auch sozusagen. Dann fangen Sie mal an. Das ist ein mittelalterlicher Ritterorden, der unter Philipp dem Schönen ausgerottet wurde. In 3 Wochen wird in Paris eine Ausstellung zu den Templern eröffnet. Da muss ich unbedingt hin, auch wenn meine Frau etwas dagegen hat. Ich bin beeindruckt. Wissen Sie, ob die Templer mit der chinesischen Kultur in Verbindung gebracht werden? Allerdings, die Templer hatten enge Kontakte mit dem chinesischen Hofadel. Welchem Hofadel? Man sagt ihnen Kontakte zum Prinzen Xiang nach. Xihang? Genau. Allerdings rätselt man bis heute, welche Absichten beide Parteien hatten. Schließlich konnte der Prinz den Templern aufgrund seiner schlecht ausgebildeten Leibgarde keine Männer zur Verfügung stellen. Und die Templer waren zu geizig, dem armen Hofadel finanziell zu helfen. Man sagt, dass die Kontakte noch heute bestehen sollen. Ja, ist schon möglich. Gibt es weitere Anhaltspunkte? Scheinbar soll die in Paris stattfindende Ausstellung sehr hilfreich sein und eventuell neue Beweise liefern. Wissen Sie, wo in Paris? Leider nein, ich werde mich aber in den nächsten Tagen erkundigen. Ich weiß nur noch so viel. Ein Siegel wird in einer der letzten Schriften des Großmeisters Jacques du Mulay erwähnt. Er spricht darin von der Rückkehr der Templer, die mit der Hilfe des Siegels eingeleitet werden wird. Oh oh. Oh oh. Gibt es Ihrer Meinung nach solch ein Siegel? Oh ja, Sir, solch ein Siegel gibt es. Was bedeutet das? Nichts, ich bezweifle sehr stark, dass das Siegel eine tragende Rolle spielt. Jacques du Mulay wollte kurz vor seinem unfreiwilligen Tode seinen Häschern mit dieser Ankündigung drohen, ihnen Angst machen. Doch er erntete nur spöttisches Lachen. Ich muss so schnell wie möglich nach Paris, zu dieser Ausstellung. Vielleicht finde ich dort das Siegel. Es muss für die Tempelritter eine so große Bedeutung haben, dass sie dafür bereit sind, erneut zu töten. Aber erstmal brauche ich ein Zimmer. Heute geht kein Flug zurück nach Paris. Kann ich mir ein Zimmer mieten? Das dürfte kein Problem darstellen. Wir haben in der oberen Etage einige Zimmer. Die sind alle frei. Dann würde ich gerne eins nehmen. Hier haben Sie den Schlüssel. Die erste Tür links. Danke. Oh, prima. Ob wir noch was aus ihm rauskriegen, wenn wir ihm hier das Trikot geben? So? Schauen Sie mal, was ich hier habe. Das glaube ich nicht. Ein Original Charlie Chickelson Trikot. Was wollen Sie dafür? Mal überlegen. Wie wär's mit der Seife auf Ihrer Theke? Ein fairer Tausch. Die Seife gehört Ihnen. Super. Was will ich mit Seife? Oh Mann. Und wie wär's mit dem Glas? Nehmen wir auch mit. Eine Nadel kann ja nicht schaden. Hä? Glas. Da sind Nadeln im Glas, okay? Ja, gut. So, dann gehen wir mal. Oh, sind das etwa die Nadeln für die Pinnwand? Erste Tür. Das sollte dann wohl diese sein. Schlüssel haben wir auch. Wet Paint. Da wird der Boden neu gestrichen. Mit diesem Schild kann ich nicht viel anfangen. Na toll, ich habe auch immer so ein Glück. Ausgerechnet jetzt wird hier gestrichen.
Tja, aber das ist doch kein Problem, oder? Da steht ein Eimer. Er ist allerdings außer Reichweite. Aha. An diesen Eimer komme ich nicht ran. Ja, ist okay. Pinsel und so weiter und so fort. Ich will ja auch zur Tür rein, ne? Ich zerre an der Tür. Doch, sie geht nicht auf, ja. Dann mit Schlüssel. Die Seife nicht fallen lassen. Okay. Es klemmt. Ich benutze den Schlüssel für das Schloss der Tür. Er knarrt einmal und rutscht dann wieder aus dem Schloss. Entweder hat mir der Wirt den falschen Schlüssel gegeben oder das Schloss ist kaputt. Mhm, dann könnten wir das mal so machen. Oh nein. Warum nicht? Dann können wir hier rumstochern in der Tür. Oder. Tja, was könnten wir machen? Können wir das Geländer einseifen? Die Tür einseifen? Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Ich gehe noch mal runter und frag mal. Nein, wo ist er hin? Na toll. Der Wirt ist weg. Das Glas. Ob ich die beiden mal frag? Nein. Mike und Steven? Habt ihr eine Ahnung, wohin der Wirt verschwunden ist? Ja, er wollte nur was Neues zum Lesen kaufen. Müsste aber in einer Stunde wieder da sein. Und wer leitet in der Zwischenzeit den Pub? Das machen wir. Ihr? Oh. Ja, warum nicht? Wir sind das schon gewohnt. So oft wie Mr. Parler weg ist. Okay. Wisst ihr, wie ich in mein Zimmer reinkomme? Der Schlüssel klemmt. Das alte Problem. Was kann ich dagegen machen? Haben Sie Lust auf ein kleines Spiel? Sie wollen mir erst sagen, wie die Tür aufgeht, wenn ich mit Ihnen dieses Spiel gespielt habe? Richtig, und natürlich müssen Sie auch gewinnen. Nein! Nichts leichter als das. Sie kennen Armdrücken? Ja, kenne ich. Das wollen Sie machen? Korrekt. Sind Sie bereit? Ja. Kann losgehen. Ja. Verdammt. Ja. Gewonnen. Gegen Sie habe ich keine Chance. Geben Sie nicht so schnell Verdammt. Auf. Ist das Wasser, was Sie da trinken? Ja, ich trinke nämlich keinen Alkohol mehr. Oh. Jetzt sind Sie überrascht, stimmt? Etwas schon. Wissen Sie, seit ich vor einigen Jahren vor lauter Trinken den Namen meiner Kinder vergaß, habe ich keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Außerdem habe ich seither einen sehr empfindlichen Magen. Okay. Ja. Mike, noch eine... Gerne doch. Ich glaube, das werde ich nicht gewinnen. Das hört sich sehr verboten an. Gewonnen. Ja. Geben Sie nicht so schnell auf. Ja, was mache ich denn jetzt, hm? Glas. Megan Steve. Bierflasche. Okay, die Bierflasche. Ich verzichte. Nein. Ich habe noch nie solch eine große Flasche gesehen. Ein glasgewordener Traum für jeden trinkfesten Briten. Okay. Da oben haben wir ein paar Tassen. Dann nehmen wir einfach mal eine von. Sie sind zu hoch. Da komme ich nicht ran. Okay. Aber mit dem Schraubendreher wahrscheinlich nicht. Oder können wir eine runterwerfen? Das geht nicht. Nein. Poster, Pinnwand. Ich könnte ja einen Abdruck machen, aber das scheint wohl nicht zu funktionieren so. Dann reden wir mal über die Tassen oder über die Bierflasche. Dann nicht. Der andere ist ja nicht sehr gesprächig, leider. Ein Ball habe ich schon versucht. Oh nein. Schraubendreher? Das geht nicht. Nee, das hatte ich schon. Ein kleiner Gummiball. Ach so. Könnten mal nach ihnen werfen. Das wird nicht funktionieren. Schade. Oder ich könnte ihn pieksen. Keine gute Idee. Ach. Hier, guck mal, mein Schlüssel. Willst du Seife? Nö. Oder eine Hundemarke? Das wird nicht funktionieren. Okay, ich würde sagen, ich muss ihm in sein Wasser wohl Abführmittel schippen, oder? Aua. So. Das wollte ich verlassen. So, der Besuch hier beim Pharmazeuten ist dann auch das Letzte, was ich heute mache.
Was läuft denn hier eigentlich ständig für ein Tier entlang, hä? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Sir. Was kann ich für Sie tun? Ja. Könnte ich so ein Fläschchen bekommen? Das ist ein Abführmittel. Ich weiß. Ich leide schon seit Tagen unter Verstopfungen. Unter welchen Symptomen leiden Sie? Nun ja... Wusste ich es doch. Hören Sie, Mister, das Fläschchen gibt es zwar umsonst. Und auch ohne jegliches Attest des Arztes. Dennoch verlange ich von den Leuten, dass sie es nur dann nehmen, wenn sie es wirklich brauchen. Und so wie es scheint, brauchen sie es nicht. Aber sowas von... Guck, ich hab Seife. Keine gute Idee. Gut, Zeitschriftenständer. Wir werden uns jetzt erstmal informieren darüber, was die Symptome sind für Durchfall. Nein, ich will wirklich keine. In Doch. Dem Ständer stecken irgendwelche Gesundheitsmagazine. Ja. Nicht wirklich interessant. Doch. Okay, nochmal hier. Ich suche diese alte Zeitung nach etwas Brauchbarem ab. Doch bis auf einen Bericht über einen Krankheitsausbruch einer Londoner Schule, bei dem Hunderte von Kindern über Verstopfungsprobleme klagen, ist nichts Interessantes drin. Moment mal, Verstopfung? Hier steht etwas über die Symptome. Die Kinder klagen über erhebliche Bauchschmerzen und Rückenbeschwerden. Hinzu kommt noch das unangenehme Übelkeitsgefühl. Gut, jetzt kann ich ihm sagen, was wir tun können. Guten Tag. Guten Tag, Sir. Achso, ich muss ihm die tatsächlich zeigen. Mister, kann ich eine der Flaschen nehmen? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass... Okay, Stobart, jetzt musst du zeigen, wie gut du schauspielern kannst. Aber diese fürchterlichen Bauch-, Kopf- und Rückenschmerzen. Sie scheinen tatsächlich Probleme zu haben. Nehmen Sie besser eins, aber nur das eine. Okay. Danke, ach so. Der hat keinen Zopf, der hat die Haare irgendwie so nach hinten gepackt. Ah. Jetzt bin ich gespannt. Dann ist das jetzt das Letzte, was wir machen. Wir werden ihm das Zeug jetzt ins Wasserglas kippen. Guck mal, wie schön George hier immer schön über diesen Zebrastreifen läuft. Ist das nicht fett? Gut, dass er das so macht. So, also. Abführmittel ist auf dem Etikett zu lesen. Mhm. Es geht nicht. Das geht nicht. Was mit der Bierflasche? Kippen wir das jetzt in die Bierflasche? Ich verzichte. Ich habe noch nie solch ein Glas geworden. Ich tue es da rein. Oh nein. Oh nein. Reden wir mal mit ihm drüber. Oh! Ups. Na, wenn der Mann nicht jetzt gleich zum Klo muss. Mike rennt wie von der Tarantel gestochen aufs Klo. Durch die Tatsache, dass sein Magen nicht mehr so viel verträgt, hat sich der Prozess beschleunigt. Steven ist ihm hinterhergerannt. Der Arme! Da ist ein Aschenbecher. Sieht ziemlich mitgenommen aus. Nein, auf, ich mach dir die Lunge kaputt. Drogen stand ich noch nie wirklich. So, wie wär's jetzt noch mit der Bierflasche? Ich verzichte. Was haben wir denn jetzt hier? Was soll ich jetzt dazu sagen? Keine gute Idee. Aschenbecher nehme ich. Kann ich auch nicht. Nein, ne? Auf, ich mach. Glas, Tasse. Komm schon. Sie sind zu hoch. Dahinter haben wir noch eine Flasche, aber die ist wohl nicht so interessant. Glas. Okay, ich würde sagen, machen wir hier an der Stelle Schluss. Was? Barhocker. Och, guck mal. Sollen wir uns da hinsetzen? Ich möchte mich jetzt nicht setzen. Schade, okay. Gut, aber dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle Schluss. Ich guck mal in der nächsten Folge, ob die Herren vielleicht wieder Lust haben, runterzukommen.